Keine Frage, das Top-Thema ist heute der Hype um Nvidia. Und man kann sich mal die Frage stellen, was wäre eigentlich mit den Märkten ohne Nvidia? Es ging ja gestern doch ziemlich scharf nach unten und dann diese Rettung erstmal durch Nvidia. Der Nasdaq schießt nach oben, zieht die anderen Indizes dadurch mit nach oben und das ist kurzfristig. Aber warum sind die Märkte gestern und in den letzten Tagen nicht so stark gewesen? Nun ja, weil erstens dieses Schuldendrama, wahrscheinlich wird das auch eher ein kurzfristiger Effekt sein, im Fokus stand, aber vor allem auch, weil die Zinsen nicht fallen wollen, respektive die Kapitalmarktzinsen, also die Anleiherenditen weiter steigen und die Fed praktisch jetzt nicht mehr wirklich, oder man von der Fed nicht mehr wirklich erwartet, dass die Zinsen jetzt bald sinken werden. Man hat das fast schon komplett ausgepreist, aber die Hoffnung auf sinkende Zinsen, das war doch der Grund für die Rallye vor allem der Tech-Aktien. Man hat sich gesagt, naja, kommt vielleicht eine Rezession durch die Bankenkrise. Dann wollen wir in die sicheren Häfen fliehen, nämlich in die Tech-Aktien, die dann nochmal besonders profitieren, wenn die Zinsen sinken. Was aber, wenn die Zinsen nicht sinken? Was aber, wenn diese Tech-Aktien selber zykliker sind, also praktisch eben selber konjunkturabhängig sind? Und wir sehen, dass Gold deswegen unter Druck ist. Jetzt haben die Goldbullen noch eine Hoffnung, aber wir sehen auch, dass der DAX diese ganze Rallye nicht mehr mitmacht. Und der Grund dürfte sein, dass Deutschland jetzt offiziell in der Rezession ist. Die Rallye fand statt bei DAX seit Herbst letzten Jahres, weil man eben ahnte dann, als der Winter mild ausfiel und diese Energiekrise nicht vollends eskalierte, dass die Dinge vielleicht nicht so schlimm kommen, aber jetzt kommen die Nachwirkungen und jetzt sind wir in der Rezession und jetzt, denke ich, ziehen vor allem die amerikanischen Investoren, denen ja etwa 60% des DAX gehört, ihre Gelder ab. Aber schauen wir uns die Dinge mal an. Goldman Sachs etwa über Nvidia. Also die besten Earnings, die wir gesehen haben seit Zoom 2020, naja, die Earnings, also die reinen Zahlen, die waren ja nicht so toll. Da sehen wir, dass die Gewinne rückläufig sind um 13%, also ein Unternehmen in einer Gewinnrezession. Wir sehen, dass die Umsätze zwar besser sind als im letzten Quartal, aber jetzt eben auch nicht durch die Decke schießen. Was hier diese Rallye praktisch befeuert hat, das war die Aussage von Nvidia, dass man 11 Milliarden Dollar umsetzen wird im nächsten Quartal. Kann man sagen, na, das ist natürlich stark, aber wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben jetzt diesen KI-Hype, ne? KI, KI, KI und deswegen dürften viele Unternehmen jetzt eben auch bei Nvidia bestellt haben. Die Frage ist, werden die permanent bestellen oder sind das eher vorübergehende Effekte? Ich würde sagen, es sind vorübergehende Effekte. Und deswegen finde ich es skurril, wie hier die ganzen Banken die Kursziele nochmal für Nvidia auf 500 Dollar oder etwas darunter erhöhen. Das ist jetzt die sechstgrößte Firma der Welt nach Marktkapitalisierung. In der Presseerklärung hat Nvidia 52 Mal das Wort KI benutzt, also Artificial Intelligence, und im Earnings Call 105 Mal. Und da könnte man das praktisch durch die 25, 26, 27% teilen, die Aktie gestiegen ist. Also 105 Mal Erwähnung von KI ergibt einen Kursanstieg von 27%. Aber die Aktie ist extrem teuer. Sie kann gar nicht eigentlich in diese Bewertung reinwachsen. Sie müsste komplett alles dominieren. Die Leute müssten permanent nur Nvidia-Chips bestellen und nichts anderes mehr. Das wird so nicht passieren. Dementsprechend warnt hier auch dieser Twitter-Kommentar, dass hier die Fantasie und das Paradies auf Erden in dieser Aktie bereits eingepreist ist. Solch ein Hype kann länger dauern, gar keine Frage, aber er wird so zusammenfallen, wie alle Hypes dann in sich zusammengefallen sind. Schauen wir uns mal die Performance der Märkte an. Wir sehen den Dow Jones sogar im Minus. Wir sehen den Nasdaq über 2% im Plus, genauer gesagt den Nasdaq 100, der Nasdaq Composite, also der deutlich größere Index, wo die Dickfische eben nicht so dominant sind, nur 1,43%, S&P 500 0,5% und der VIX im Minus. Wir sehen Microsoft, Google auf der Gewinnerseite neben eben Nvidia und das vergrößert diese Spanne zwischen dem Nasdaq hier ganz oben und den anderen Indizes, also praktisch Dow Jones, S&P 500 und vor allem Russell, und das hatte man schon vorbörslich gesehen, Apple sogar vorbörslich im Minus, also man traut Apple offenkundig kein KI zu, deswegen ist Apple jetzt irgendwie uninteressant, weil da ist zu wenig KI. Dagegen bei Microsoft und Alphabet scheint das der Fall zu sein, auch ein bisschen bei Meta.
Und das, obwohl ChatGPT heute gesagt hat, wir stellen, oder OpenAI genauer gesagt hat, wir stellen fest, dass ChatGPT immer mehr Fehler macht derzeit. Also das ist schon witzig und die Frage ist, ob dieser Hype um die KI-Aktien so weitergeht, aber vor allem, wer sind die Verlierer? Wer sind denn eigentlich die Betroffenen? Hier sehen wir mal die Dotcom-Blase, nämlich das Verhältnis zwischen Tech im S&P 500 zum S&P 500 und hier sehen wir, da sind wir jetzt drüber, wir sind jetzt sogar über dem Corona-Peak, damals ja ultra billiges Geld, Zinsen auf Null, wichtig zu wissen, jetzt Zinsen über 5%, okay, hier sehen wir das gleiche nochmal und die Investoren fliehen also jetzt in den überbewertetsten Sektor und glauben, das wäre ein sicherer Hafen, das wird er nicht sein, denn auch das, nämlich diese großen Tech-Aktien, wie gesagt, sind Zykliker und hier sehen wir mal, warum es vielleicht Sinn macht, dieser ganzen Rallye, dieser Tech-Aktien und dem Nasdaq insgesamt skeptisch gegenüberzustehen. Nämlich, wenn man in die Börsengeschichte blickt, dann sieht man, dass die gesamte Outperformance eigentlich hier oder dass praktisch die Gewinne im Nasdaq, nämlich bei den Wachstumsaktien, über die letzten 10 Jahre gemittelt nicht höher sind als im S&P 500. Also es ist gar nicht so, dass diese Unternehmen jetzt so unglaublich viel stärker wachsen würden als etwa der breite Markt. Dennoch sehen wir in diesem Jahr Nvidia 158%, Facebook 109%, AMD, Tesla, Google und so weiter. Alle ganz, ganz hoch im Plus. Wir sehen dann Regionalbanken im Minus, der Dow Jones insgesamt sogar im Minus. Equal Weight, also wenn alle Aktien im S&P 500 gleichgewichtet wären, dann wäre da auch im Minus und die Regionalbanken 32% im Minus. Jetzt kommt das, was ich eigentlich vorhin erzählen wollte. Normalerweise sehen wir diese Outperformance beim Nasdaq, bei großen Tech-Aktien, nur wenn die Zinsen unter 1,5% sind. Das zeigt hier diese Grafik wunderbar. Praktisch die gesamte Performance des Nasdaqs hängt davon ab, so war es in der Vergangenheit, dass die Zinsen nicht hoch sind. Wie gesagt, alles, was über 1,5% ist, hat dazu geführt, dass der Nasdaq mehr oder weniger sich kaum bewegt hat, also nicht wirklich zulegen konnte. Jetzt haben wir, wie gesagt, über 5%, deswegen ist das merkwürdig. Kommen wir now to something completely different. Kommen wir zu dieser ganzen Schuldenthematik. Wieder neuer Optimismus, ja. So sagt etwa der Repräsentant der Republikaner McCall. Also wir sind nahe an einem Deal. Es geht jetzt nur noch um die Details. Und man hätte einige Fortschritte gemacht, sagt McCarthy und so weiter und so fort. Noch gibt es kein Datum für ein neues Treffen zwischen ihm und Biden. Und damit haben wir wieder das Muster Optimismus. Jetzt sind wir gerade optimistisch, dann werden wir vielleicht wieder pessimistisch. Wir werden sehen, was passiert. Am Montag, ja Feiertag in den USA, die Börsen geschlossen. Hups. Und die Politiker haben ja frei bekommen von McCarthy, also zumindest die republikanischen Politiker haben frei bekommen. Und jetzt auch nochmal dann eine Warnung von Morningstar, DBRS Morningstar, andere Ratingagentur. Fitch hatte ja schon den Ausblick auf negativ gestellt. Das hat jetzt DBRS Morningstar auch gemacht und hat gesagt, okay, selbst wenn es jetzt gelingt, vor dem X-Date, also vor der Deadline hier, die Schuldengrenze anzuheben, es wird immer wieder dieses Theater geben und das sei nicht länger wirklich konsistent mit eben einem AAA-Rating. Und das haben wir schon gehabt und dementsprechend ist die Frage, ja, wann geht denn das Geld aus der guten Janet Yellen? Und man kann jetzt davon ausgehen, dass sie am 9. Juni noch etwa 2 Milliarden auf ihrem Konto haben wird. Das ist zu wenig, das ist unter dem Minimum, was eigentlich da drauf sein kann. Dementsprechend wird es jetzt in den nächsten Tagen etwas geben müssen, sonst wird die ganze Geschichte schwierig. Nehmen wir mal an, das würde nicht so gut laufen wie 2011, da ja Ratingabstufung durch S&P, nämlich Rating der USA, damals Gold am besten gelaufen. Also das könnte für die Goldbullen eine Hoffnung sein, dass da was schief geht. Wir sehen, dass Bonds sehr gut gelaufen sind, Anleihen, also Flucht in die vermeintliche Sicherheit. Der Yen ist gut gelaufen, der ja derzeit massiv abverkauft wird, weil eben Japans Notenbank sich weigert, an der Geldpolitik was zu ändern. Der Euro war negativ zum Dollar, also der Dollar insgesamt relativ stark, bis auf Gold. Wir sehen den S&P und dann eben den Russell, also die Nebenwerte, relativ schwach. Deswegen hatte JP Morgan ja empfohlen, hier diese Nebenwerte zu verkaufen.
Wir haben dann heute Konjunkturdaten bekommen, BIP, zweite Veröffentlichung etwas besser, Erstanträge besser, aber vor allem die Preiskomponenten im BIP wieder mal höher als in der ersten Veröffentlichung. Also kaum Grund für die Fed, irgendwie die Zinsen zu senken. Und wir sehen jetzt hier mal den Economic Surprise Index für die USA und wir sehen, der weist wieder deutlich nach oben. Also wo ist da für die Fed die Möglichkeit, die Zinsen zu senken? Dementsprechend haben Händler jetzt eigentlich schon bereits wieder eine Zinsanhebung eingepreist für den Juli, nicht bei der nächsten Sitzung, aber für den Juli oder bis inklusive der nächsten Sitzung hält man eine weitere Zinsanhebung für wahrscheinlich. Dementsprechend gehen die Renditen für Anleihen wieder nach oben. Hier etwa die zweijährige US-Staatsanleihe Bunds. Die ist richtig nach oben geschossen, über eine 40% Chance, dass sogar im Juni schon die Zinsen angehoben werden. Das dürfte das dominante Motiv dann der nächsten Tage und Wochen bleiben. Wir bekommen ja morgen die PCE-Verbraucherpreisdaten aus den USA. Und Deutschland ist jetzt offiziell in der Rezession. Und das sieht man auch zum Beispiel am Gaspreis, der unter 27 Euro gefallen ist für die Megawattstunde. Wir waren im August, September letzten Jahres bei 350 Euro, nicht Dollar, sondern Euro. Also wir sehen, das ist extrem nach unten gegangen und das liegt eben auch daran, dass Deutschland jetzt offiziell in der Rezession ist. Also zwei Negativquartale hat das tiefste Niveau beim Gaspreis seit 2 Jahren. Und es ist ja nicht nur die Energiepolitik, die die Leute verunsichert, weil sie nicht wissen, was kommt da auf Kosten auf mich zu, wenn ich die Heizung erneuern muss und so weiter und so fort, sondern eben auch die Geldentwertung, an der maßgeblich auch die EZB schuld ist. Wenn man zum Beispiel 3 Monate hier oder wenn man hier das Geld angelegt hat, eben mehr oder weniger unverzinst und dann die Inflation reinkommt, dann hat man sehr, sehr viel Geld verloren und das spüren die Leute jetzt. Die wollen zwar nochmal in den Urlaub und so weiter, aber das Portemonnaie wird durch diese Inflation, die durch Lohnanstiege nicht wirklich kompensiert wird, immer schwieriger. Und Simon Betschinger, mit dem ich oft nicht einer Meinung bin, aber hier bin ich mit ihm einer Meinung, der sagte, Deutschland gilt mit seinen Stromhöchstpreisen mittlerweile als Negativbeispiel für die ganze Welt. So hat etwa DeSantis, der gestern ja seine Präsidentschaftskandidatur erklärt hat, der Gouverneur von Florida, hat gesagt, wir wollen nicht wie Deutschland enden. Dort haben sie keine vernünftige Stromversorgung und die Energiepreise klettern. Man kann nicht die Welt zum Besseren verändern, wenn man versucht, wie die Grünen eine höhere Moral zu exportieren, sondern man sollte versuchen, Technik zu entwickeln, um wirklich dann die Dinge verbessern zu können, verändern zu können. Jedenfalls hat auch diese Energiepolitik dazu geführt, dass wir jetzt in der Rezession sind und in diese Rezession hinein will die EZB jetzt die Zinsen weiter anheben, weil man sagt, naja, der Lohndruck ist jetzt so hoch, aber du brauchst ja diesen Lohnanstieg, damit du überhaupt diese Kaufkraftverluste zumindest kleiner machen kannst. Also jetzt sind die Löhne und die Unternehmen schuld, die Unternehmen, weil sie eine Gierflation erzeugen, also gierig sind, die Profite erhöhen und die Arbeitnehmer, weil sie mehr verdienen, statt dass die EZB sich mal in die eigene Nase fasst und sagt, hey, wir haben viel zu lange gewartet mit dem Umsteuern unserer Geldpolitik, die Zinsen zu lange auf Null gelassen. Das war die erste Empfehlung mit der EZB, was dieser gute Herr von der EZB, der Guindos, der Vizechef, sagt. Die zweite ist, an diesen 9 Punkten wird Deutschland scheitern, wie ich finde, sehr klug analysiert, welche ganz großen Probleme wir derzeit haben. Es ist ein Abstieg in Zeitlupe, der derzeit passiert, manchmal beschleunigt, manchmal etwas langsamer. Matthias Weig, wie Deutschlands Zukunft hier verloren geht. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, warum fällt eigentlich Gold? Was ist da los? Wie sind da die Zusammenhänge? Wie gesagt, die Goldbullen müssen jetzt hoffen, dass da irgendwas schief geht im Schuldenstreit, sonst könnte es weiter eng werden für Gold. Ich wünsche jetzt das Allerbeste, diese 3 Empfehlungen und sage Servus und Ciao.